Allgäu Hits. Eine Region, eine Station. Allgäuweit im Kabel auf 106,55 und weltweit im Internet auf allgäuhit.de. Wir freuen uns heute, den Geschäftsführer vom C&C Oberallgäu in Bleichach im Oberallgäu begrüßen zu dürfen, Michael Langstäudler. Nächste Woche findet die sogenannte Gastromesse statt. Was ist das denn eigentlich? Ja, es hat sich jetzt eigentlich ganz gut bewährt. Wir haben in erster Linie eben für Großverbraucher aus der Hotellerie und Gastronomie oder auch von Kantinen, Krankenhäusern jede Menge Aussteller da rundum. Komplettes Spektrum, Schwerpunkt natürlich Lebensmittel, was natürlich unser Hauptsteckenpferd ist, muss man ganz klar sagen. Aber es sind natürlich auch viele Hersteller aus dem Getränkebereich da. Es sind auch einige Dienstleister da und dementsprechend ist es voll umrundet, sodass da auf jeden Fall sehr interessante Themen, denke ich, für die Besucher vorhanden sind. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wichtig ist diese Messe für Ihr Unternehmen? Für uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich sage jetzt mal, das ist eigentlich die Hauptveranstaltung bei uns im ganzen Jahr, die wir jedes Jahr eben um die Zeit machen. Und es hat sich auch mittlerweile die letzten Jahre, würde ich schon sagen, ziemlich etabliert. Es ist auch im Allgäu sozusagen eigentlich die einzige Gastromesse in dieser Art, in dieser Größenordnung, wo wir auch stolz sind. Wir sind dies mittlerweile, wird jedes Jahr noch größer. Wir sind jetzt um die 120 Aussteller und nach oben ist noch jede Menge Luft. Es ist ja nicht nur die Messe an sich, es gibt ja auch Seminare. Was ist denn da dieses Jahr für die Gastronomie und auch für die Großverbraucher geboten? Ja, wir haben natürlich ein tolles Rahmenprogramm. Ich sage jetzt mal, das geht los mit einem Seminar, wie schon richtig erwähnt. Wir haben einmal am Tag von Monon den Chef-Cocktail-Barmixer da, der entsprechend eine Cocktailschulung macht, wo man sich entsprechend anmelden kann. Wir haben aber auch eine tolle Tombola auf der Messe. Wir haben tolle Spielchen, wo man sofort Gewinne bekommen kann. Und wir haben natürlich auch mit Radio Allgäu Hit gemeinsam in der Kooperation jeden Tag eine Talkrunde zu sehr interessanten Themen, wo dann auch live übertragen werden. Wenn Sie jetzt die letzten Jahre zurückschauen, wie sehr hat sich diese Messe etabliert, auch beim Publikum? Ich denke, also wenn man es jetzt allein an den Besucherzahlen sieht, sind mir die letzten Jahre wirklich deutlich gewachsen. Wenn man es jetzt zum alten Gebäude noch in Sonthofen sieht, haben wir die Besucherzahlen mittlerweile verdoppelt. Wir haben natürlich jetzt eine bessere Infrastruktur in Bleichach, was natürlich einiges dazu beiträgt, sei es Parkmöglichkeiten. Zum anderen, wie gesagt, ist natürlich, denke ich, auch die Messeräume sind interessanter geworden. Die Vielfalt der Aussteller wird immer mehr und so darf es weitergehen. Die Messe hat sich etabliert, das ist eine schöne Sache. Auf der anderen Seite, wenn man es die letzten Jahre zurückschaut, der neue Standort in Bleichach, hat sich schon ausgezahlt? Ich denke auf jeden Fall. Also man hat einfach neue Gebäude, neue Räumlichkeiten, man kann, das heißt, die Logistik optimieren, man hat natürlich auch gerade einen Abholmarkt, einen deutlich attraktiveren wie natürlich den älteren, wo man natürlich viel gewerkelt wurde, aber man hat natürlich gesehen, dass das Gebäude in die Jahre kam. Wir haben auch vor kurzem eine Auszeichnung bekommen als einen der modernsten Abholmärkte in Deutschland und das ist natürlich eine tolle Geschichte für uns. Ja, Messe nächste Woche. Von wann bis wann ist denn geöffnet und wer darf denn kommen? Gut, die Messe hat geöffnet von Montag bis Mittwoch, jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr. Kleine Besonderheit haben wir noch am Montagabend. Da haben wir noch einen Weinabend, wo entsprechend eine Vielzahl von Winzern persönlich vor Ort sein wird, wo man auch noch den einen oder anderen in den Tropfen probieren kann. Und kommen darf im Prinzip jeder Gastronom, Großverbraucher, jeder, der sich entsprechend angesprochen fühlt. Dankeschön. Und dann freuen wir uns auf eine tolle Messe. Wir von Radio Allgäu Hit, wir sind auch dabei. Und wir haben ganz interessante Gesprächspartner immer mittags dann mit dabei. Es geht um Tourismus, es geht um WLAN in den einzelnen Geschäften. Und da sind wir ganz gespannt drauf. Montag bis Mittwoch, also in Bleichach im C&C Oberallgäu. Allgäu Hits, eine Region, eine Station. Allgäuweit im Kabel auf 106,55 und weltweit im Internet auf allgäuhit.de.